Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu Evil Within 2. So, wir haben ein bisschen die Stadt gesäubert, haben Sykes wiedergefunden und wir müssen jetzt noch einmal helfen, euer Gebiet zu säubern, was er freigeschaltet hat. Also, er hat sich reingehackt in so ein experimentelles Gebiet, was voll mit Viechern ist. Da muss er aber hin zum Entkommen. Durch, bevor ich kalte Füße kriege. Also, machen wir es jetzt noch einmal. Schließlich brauchen wir später auch einen Ausgang. Er sagte, da sind jede Menge Viecher und das Drum ist ausgefallen. Dem müssen wir mal gut gehen. Und ein bisschen vorsichtiger, wir haben viel zu viel verballert. Also entweder muss ich besser zielen. Oder ich muss mehr schläuchen. Aber das geht gar nicht. Wir haben so gut wie kein Schießpulver mehr. Das kann mich problematisch werden. Gut, aber eh erstmal hier. Wir sind hier in so einem Experimentalbereich jetzt. Mal sehen. Dafür, dass hier kein Strom ist, ist hier aber Licht. Ne? Da ist noch was unter. Bin ich bloß nicht eingesammelt. Ist wahrscheinlich da untergeglitscht. Das soll wahrscheinlich im Regal liegen. Schade. Hier liegt so ein mäßiger Heißkörper. So, Nägel. Oh, unsere ersten 10 Schießpulver wieder. Sehr schön. Spritzchen nehmen wir auch mal mit. Da haben wir eine verbraucht. Wunderbar. Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Hier sollen laut Zeugs überall Viecher sein. Gut. Verschollen dich da hinter der Tür. Dort ist wohl so ein kleiner Geschwerterbereich gewesen, wo nur die obersten Möbius-Tiere rein dürfen, der natürlich auch betroffen ist, klar. Gut. Weiß nicht, ob die Herrschaften tot sind. Testlabor? Sieht verlassen aus. Unheimlich. Einfach alles töten, was sich bewegt und den Strom wieder einschalten. Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber gut, Sebastian. Ich weiß mich nicht, was hier noch lebt und wo es nicht. Nee, da kann man durchkriechen. Aber erstmal umgucken. Wir hier rein? Nein. Oh, wie war heute hier eine Axt? Und er speichert. Da sind doch lebende Viecher zwischen, oder nicht? Sieht so ein bisschen danach aus, ehrlich gesagt. Okay, da sind noch mehr. Wieso, ja, besser zielen. Aber gut, das hat ja noch einigermaßen geklappt. Hier ist aber noch ein Vieh irgendwo. Frage ist nur wo, ne? Definitiv ist hier noch ein Viech. Ich meine, man hört es ja auch, ne? Ich sehe es bloß nicht. Wahrscheinlich in einer Tür oder sowas. Ich glaube, die können ja nicht kriechen, oder? Ich würde aber schon gerne den Glibber hier mitnehmen. Ja, der ist hinter der Tür, ich sehe. Einer? Hier, warte mal, bevor ich mir da den Glibber hole. Ich habe Angst, wenn ich davor gehe, brechen sie durch. Ich glaube, ich komme mich hier von hinten anschleichen, oder? Wäre wohl besser. Guck mal. Oh. Ich kann hier drin nicht schießen, ne? Echt nicht? Ich kann hier drin meine Waffe nicht benutzen. Okay, die hätten wir zumindest schon mal erledigt. Also wir suchen das mit den Herren auch nochmal. Ich weiß ja nicht. Oh, hier ist mir noch so viel. Anschleichen wird nicht funktionieren. Wenn ich mich an den anschleiche, wacht der auf. Okay. Wie ich schon vermutet habe. Und ich habe auch Schleichen auch nicht wirklich geskillt. Der bemerkt mich mit ziemlicher Sicherheit. So ist es doch schon einfacher.
Gut. Hier ist aber noch mehr. Das ist nicht zu überhören. Jo. Wunderbar. Ne, der lebt noch. Okay. Er hat mich bloß nicht bemerkt. Schön. Boah. Okay. Den heute nicht gesehen, das waren die, die da an der Tür standen, ne? Okay, warte mal, Axt ist zwar futsch, aber irgendeiner hatte hier noch eine Axt. Genau, die da. Nehmen wir mal wieder mit. Axt kann eigentlich hier echt den Arsch retten. Oh, hier gibt es jede Menge Glibber im Moment. Alles klar. So, gut, der hier heute auch noch eine Axt. Oder das ist meine zerbrochene Axt. Ich glaube, das war die Tür, wo ich eben von außen war. Ich weiß, ich habe außen auch noch Glibber liegen. Kriegen wir alles hin? Jo, das war die Tür. Alles klar. Hey, du lebst doch noch, oder? Tatsächlich. Zum Glück richtig geguckt. So. Genau, von dort kam ich eben und hier, das habe ich von drin gesehen. Hier ist uns nichts weiter. Ich denke mal, ich muss da gleich weiter. Ich will bloß für einmal, kann ich die Tür jetzt öffnen? Echt jetzt? Muss ich einmal außen rum nur meinen Kleber? Ich habe gedacht, die Viecher kommen von hier drin herausgestürmt. Okay, warte. Ich glaube, die habe ich ja alle erledigt. Ich muss aber auch sagen, hier ist aber eine Menge Viecher, du. Ich will schon gerne mal Kleber mitnehmen. Sowas sollte man nicht liegen lassen. Absolut nicht. Gut, gut. Kann auch noch, ob ich hier noch was rumkriecht. So. Offensichtlich sind es nur 300 Kleber waren. Besser als nichts, ne? Okay, den noch mal hier drin. Diese schönen Pickelfreunde hier, die werden garantiert noch zahlreich erscheinen. Wo bin ich mir sicher? Wie Muni habe ich denn? Naja, gut, ich habe jetzt nicht allzu viel verschossen. Gott sei Dank, ausnahmsweise mal. Muss hier rein, ne? Jo. Wo sind die Server hier? Und hier ist das Strom ausgefallen. Freund, aber auch sonst keiner zu sein. Zumindest sehe ich aktuell keinen. Hier kann ich aber auch nichts einschalten. Der ist tot, ne? Ja, oh, sieht zumindest so aus. Ich sehe hier nichts zum Einschalten. Oder ist es der Kasten da? Ich meine, das wäre möglich, ne? Mich wundert es. Ich wollte gerade sagen, mich würde es nicht wundern, wenn ich dort denke, jetzt aktiviere, dass hier wieder ein Haufen Viecher sind. Gut, den mal kurz gucken. Dort ist die 3, okay. Der hat nur 2. 4, ich glaube, ich muss sie alle aktivieren, ne? So, fangen wir mal an mit dem. Der hat 5. Den hatten wir hier. Das ist nur ein 2er, okay. Nein, einen hatten wir aber nicht, oder? Warte mal. Nein, aber hier ein 2er. Genau. Sorge dafür, dass keine Gegner mehr in der Nähe sind und kontaktiere dann Sykes vom Raum mit der Wanne aus. Alles klar, aber erstmal den Raum mit der Wanne finden. Und jetzt ist wahrscheinlich auch die Tür hier auf. Und ich glaube, der Raum mit der Wanne ist die, wo Tests Labor steht. Der verschlossen war. Und ich vermute mal, da sind noch Gegner. Da bin ich mir fast sicher. Gut, gut. Das Tor ist immer noch zu. Sehr schön. Guck mal, hier ist es ein bisschen grün hier. Da ist der Raum.
Das wär's dann. Ich funke Sykes an. Nein, du warte doch, ich wollte doch noch gucken, Mensch. Auch Sebastian. Na, der ist auch schnell hergekommen. Danke, Mann. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Sicher, dass das funktioniert? Nein. Aber hier drin zu bleiben, bringt mich auch nicht weiter. Mittlerweile ist alles ein Versuch wert. Okay, alles vorbereitet. Wenn Sie Lilly herbringen, ist genau hier ein Timer. Drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie danach diese Taste. Sie haben dann 60 Sekunden, um in die Wanne zu steigen. Sie müssten beide zusammen reinpassen. Ich weiß nicht, Sykes. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey Mann, ich weiß, was ich tue, okay? Vielleicht sollten Sie noch warten. Helfen Sie mir, Lilly zu finden. Dann können wir einen anderen Weg finden. Ich verstehe Sie, Mann. Ganz ehrlich. Aber das Beste, was ich tun kann, ist, diese Wanne in Betrieb zu nehmen. Okay. Wenn Sie meinen... Wünschen Sie mir Glück. Das heißt, er ist sich gar nicht sicher, ob er damit wirklich rauskommt. Oh Mann. Was ist, wenn er weiß, wo landet oder bei Hobbs geht? Das ist schon ziemlich risikoreich. Danke, Mann. Ich habe Ihnen was für Ihre Hilfe dagelassen. Dort, wohin ich gehe, brauche ich das nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, ob er jetzt wirklich dahin gekommen ist, wo er hin wollte, ich weiß es nicht. Aber die Wanne ist leer, er scheint weg zu sein, aber... Ob er wirklich weg. Ob es funktioniert hat. Du hast eine gute Frage, ne? Das ist echt eine gute Frage. Vielleicht erfahren wir es ja noch, ob es geklappt hat oder nicht. So, hier ist nichts mehr, aber da drinnen war was, habe ich gesehen. Er hat ja auch was dagelassen, ne? Den gucken wir mal. Ein Deer. Ein Relikt aus alten Zeiten, ja. Nur auf Dachboden von älteren Menschen, wissen wir. Okay, das war Deer Nummer 10 von 11. Was, das ist alles, was er da gelassen hat? Und eine schäbige Spritze? Echt jetzt? Haben wir denn überhaupt Schaden gekriegt? Nö. Okay. Na gut, hier liegt noch ein bisschen was. Schrotzen haben wir voll, aber hier haben wir noch was. Den gucken wir mal. Was ist denn das für ein Schnuckstück? Doppelläufige Schrotflinte. Doppelte Läufe, doppelte Schrotmenge, doppelter Schaden. Sie besitzt ein geringes Gewicht und ist robust, muss aber häufiger nachgeladen werden. Verbesserung der Schrotflintenmagazinkapazität gelten nicht für diese Waffe. Okay. Jetzt haben wir also noch eine doppelläufige. Gut, wahrscheinlich aber aus dichterer Entfernung, da bleibe ich doch lieber bei Moine. Macht dafür mehr Schaden, klar. Unsere Versuche, eine Stemwanne als Notausgang zu nutzen, wurde als Fehlschlag eingestuft. Oh oh. Trotz einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 25% wird die Forschung eingestellt. Eine von 4 Testpersonen hat die Rückreise geschafft. Die anderen 3 gibt es einfach nicht mehr. Wir glauben, dass der Rest auf einer unbekannten Subebene des Stem verschwunden ist. Ein Traum in einem Traum, aus dem kein bekannter Weg zurückführt. Aufgrund einer Reihe unbekannter Faktoren wurde das Experiment eingestellt. 25% Erfolgswahrscheinlichkeit? Dafür setze ich Lillys Leben nicht aufs Spiel. Hoffentlich ist Sykes in der echten Welt. 1 zu 4. Vielleicht hatte er Glück. Boah, das ist übel. Und wenn er es nicht geschafft hat, dann sitzt er immer noch irgendwo im Stemface in irgendeiner unbekannten Ebene, wo wahrscheinlich nichts ist außer reine Dunkelheit und er dann nie wieder wegkommt. Na, okay. Ob das so das Wahre ist, ich weiß ja nicht. Drücken wir ihn einfach mal die Daumen, dass er es geschafft hat. Hier brauchen wir noch ein Deer. Und wir müssen hier jetzt wieder zurück. Hoffen wir, dass die Viecher auf Weg bleiben. Aber das Dieb, das Risiko kann er mit Lilly nicht eingehen. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Das kann er definitiv nicht eingehen. Okay. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen hier mal... Geht's noch lauter, Junge? Wir müssen wieder zum Hotel. Aber hier hatte ich auch alles eingesammelt, ne? Jo, hier ist nichts mehr. Gut. Den Eimer zurück zu seinem Unterschlupf.
Herstellen brauchen wir im Moment nichts. Dort haben wir alles noch. Das passt noch. Den hoffen wir wirklich mal, dass er es geschafft hat. Drücken wir ihm ganz fest die Daumen. Gut, gut. Den geht's hier wohl, der? Sehr schön, sehr schön. Wir sind wieder hier. Gut, damit wir das mit Zeugs alles nicht nochmal machen müssen. Das Ding ist auch wieder voll, wa? Oder? Nö. Offline. Gut. Jetzt, wo Zeugs weg ist, geht das wohl nicht mehr. Wir speichern einmal sicherheitshalber ab. Den versuchen wir jetzt mal zum Modell zu kommen. Wir haben zwar schon einen Großteil der Gegner draußen erledigt, aber man weiß ja nie, ob da nicht noch irgendwo was ist. Ein bisschen vorsichtiger sollte man schon sein. Ich hoffe mal, dass die Viecher nicht wiederkommen, weil denen wird das so langsam eng mit Muni. Kaffee schlürfen brauche ich jetzt nicht. Ist auch noch nicht wieder ganz voll, aber fast. Den mal raus hier. Wir brauchen jetzt auch nicht zu Taddy. Definitiv nicht. Oh, ein bisschen vorsichtiger. Hier wollen mich noch irgendwo so ein Flammtyp, den wir nicht gefunden haben. So, wir müssen einmal kurz auf die Karte, Luki Luki. Definitiv da zu dem Hotel. Machen wir mal einen Wegpunkt hin. Wir hatten ja so ziemlich das Mäuse durchgeforscht. Oh, kommen wir hier überhaupt wieder irgendwie raus? Hier war damals mal ursprünglich der Eingang, aber hier ist alles eingestürzt. Aber ich glaube, wir kommen hier trotzdem durch, oder? Och, nö. Schon wieder. Okay, Moment. Vor allem, der kann so viel einstecken. Nein. Renn, 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 renn. Du kannst dich nicht vor deinen Sünden verstecken. Vor allem vor meinen Sünden verstecken. Vor welchen Sünden, bitteschön? Ich gehöre nicht zu deinem Sittenspinner. Wo ist er? Mein viel Leben dürfte der nicht mehr haben. Wo ist er? Er ist doch wieder zurück, ne? Er hängt doch fest, er hat einen Hänger. Okay. Soll mir rechts sein? Na. Er lebt immer noch, ne? Sag mir jetzt bitte nicht, der ist wieder komplett resettet. Nein. Okay. Okay. Klar, jeder Mensch hat Sünden begangen in seinem Leben. Da streuten wir nicht ab. Schon wieder so ein Flammgoss-Tank. Okay. Sehe schon, aber die geben 5000 Glibber, die guten Jungs. Aber dafür muss man nicht gleich brennen. Kommt immer gleich drauf an, was man gemacht hat. Und den gibt es mal abgesehen davon auch hier richtig. Und er ist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, mein Freund. Die Waffenteule nehmen wir mal mit. Und hier klettern wir mal rüber, wenn es geht. Geht nicht, gut. Aber ich sollte ein bisschen vorsichtig sein. Wenn der Hornes hier rumrennt, dann wer weiß, wer was hier noch so rumrennt, ne? Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Da sind auch noch Kisten. Okay. Da vorne, ja, ist die Flammenwand. Und hier vorne ist das Hotel, okay. Wir sind fast da. Müssen aber allerdings. Hier ist nichts gut. Erst ins Hotel rein. Und da sollen wir hier mit Yukiko oder. Ich glaube Yukiko, ne? Yukiko Hoffmann, ne? Wo ihr Name, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. So, und mich würde es auch nicht wundern, wenn da vorne noch Messerbärbel ist. Die haben wir ja nie besiegt. Sehr schön, sehr schön. Aus einer Flasche, gut. Oh, ein bisschen Schießpulver, da haben wir ihn nicht mehr viel von. Das bisschen nehmen wir doch gerne mit. So, und hier ist aber auch nichts weiter, oder? Sieht zumindest nichts. Hier kommt man auch nicht rein, oder? Nein. Gut, wir sind für den Notfall bewaffnet. Da sind auf jeden Fall noch Waffenteile, das sehe ich. Gut.
Gut, ich glaube, dich haben wir beim letzten Mal übersehen. Kann das sein? Was hast du denn so Schönes? Irgendwas Brauchbares? Hoffen wir mal. Oh ja. Für SG-Muni, für Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Für das Maschinengewehr. Die gute Uzi. Gut, die ich nehme auch mit. Ich weiß gar nicht, kommt man hier durch den Spalt? Ist da noch irgendwas? Ne, hier kommen wir auch nicht rein. Gut. Gut, gut. Die geht's hier weiter. Ist das noch ein Heilstrauch da vorne? Ne, ne? Sieht nur so aus. Auf jeden Fall sind wir beim Hotel. Wunderbar. Du bist eine normale Leiche, oder? Sieht mir schon nachher aus. Der hat sich hier verkrochen. Da ist er drin, der Gute. Er hat sich die ganze Zeit auf einer anderen Ebene versteckt. Ich glaube, ich habe die Stadt hier so ziemlich gesäubert. Kann das sein? Vielleicht ist da drin noch was, das weiß ich nicht, aber hier draußen haben wir, glaube ich, so ziemlich alles erledigt. Wie haben wir ja geguckt? Hier ging es vom letzten Mal nicht weiter. Hier war Kartenende. Gut, den mal rein. Ein bisschen vorsichtig sein sollten wir trotzdem. Das Hotel ist sauber, Hoffmann. Sind Sie mit den Anpassungen fertig? Bereiter geht's nicht. Okay, ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sebastian, woher willst du wissen, ob das Hotel sauber ist? Du bist gerade rein, Mensch. Und dann funkt er gleich los. Hätte auch oben was sein können. Was ist denn das? Tja, hier ist es. Was ist das? Ein tragbarer Feldstabilisator. O'Neill muss daran gearbeitet haben, bevor er von Theodore verändert wurde. Er erzeugt einen kleinen, stabilen Bereich, der das Feuer fernhalten müsste. Wie klein? Der Umfang entspricht ungefähr einem Unterschlupf. Groß genug also. Gut. Wie funktioniert er? Das ist der schwierige Teil. Er ist ein Prototyp und zickt daher ein bisschen rum. Mhm. Ich muss ihn bedienen. Das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist ein Ausfall, während Sie in einer Flammenwand stehen. Das kann ich nicht zulassen. Das ist zu gefährlich. Und hier zu bleiben, wenn Sie nicht reinkommen, ist es auch. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir kommen dann nur durch, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist der einzige Weg, um Lily zu retten. Und wenn Sie eine Psychoanalyse brauchen, wer hilft Ihnen dann? Sie wissen genau, wie Sie mich überzeugen können, Hoffmann. Natürlich. Ich bin die Teampsychologin. Das sind Sie. Sie sollten sich vorbereiten. Geben Sie Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay, das ist das Hotel hier so ein Ort Unterschlupf, hä? Okay, warte mal, machen wir, glaube ich. Warte mal, was ist denn das hier? DVD-Sammlung, eine Blu-ray-Sammlung, wa? Sieht forstmäßig aus. Eine kleine Manga-Sammlung ist auch hier, gut. Wir durchforsten nochmal kurz die Automoren. Vielleicht haben sie ja noch was. Ein Stein oder sowas, gut. Aber wir hauen nochmal rauf. Ah, Spendorbe sind hier ja nicht. Gut, probieren wir den nochmal. Immerhin zwei Sicherungen, ne? Nehmen wir mit. Was noch mehr zu bieten? Coin-Kleber diesmal? Gut, wenn hier jetzt auch der Spiegel ist, zumindest habe ich einen Spiegel eben gehört, der muss hier irgendwo sein. Da ist er, auf dem Sofa. Gut, hier sind noch ein paar Sachen, die nehmen wir natürlich auch mit. Sehr schön. Hoffmanns Tagebuch. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist schwer zu entziffern. Aber mit Mühe gelingt es dir, den letzten Eintrag zu lesen. Liams Transformation war schrecklich und faszinierend zugleich. Sie ging weit über neurologische Programmierung hinaus. Theodores Worte haben Liam nicht nur beeinflusst, sondern auch körperlich transformiert. Kein Wunder, dass Theodore die Kontrolle über den Stem haben möchte. Er hat sein bereits großes Talent zur Beeinflussung noch weiter verstärkt. Die Dinge, die er hier tun könnte. Sebastians Persönlichkeit ist nicht so schwach wie Liams. Aber er leidet nach wie vor unter einem nicht gelösten Trauma. Theodore wird ohne Zweifel seine neuen Fähigkeiten nutzen, um Sebastian zu brechen. Ich hoffe nur, dass er stark genug ist, ihm zu widerstehen. Das hoffen wir auch. Der weiß genau, wo bei den Leuten auf die Tränendrüse drücken muss. Kältebolzen! Dieser Armbrustbolzen friert Feinde ein, die von ihm getroffen werden. Die meisten zerbrechen dabei in 1000 Stücke. Einige werden jedoch nur vorübergehend eingefroren oder sind gar nicht betroffen. Kältebolzen können durch Kombination von Verflüssigern und Schießpulver hergestellt werden. Okay. Wahrscheinlich gut gegen Flummviecher. So, die Waffenteile möchte ich gerne noch mitnehmen. So, ob wir den Spiegel nochmal brauchen? Gut, ein bisschen Kleber haben wir, ne? Aber wie viel? Steht das hier irgendwo? Oh, 17.000.
Ich glaube, das reicht. Da könnten wir auch nicht gleich nochmal gucken. Ich glaube, 12.000 oder so brauchen wir. Wir nur einmal umgucken, wenn wir hinkommen. Ich glaube nicht, dass hier jetzt was ist. Wenn das ein Unterschlupf jetzt ist, dürfte hier nichts sein. Aber man weiß ja nie, ne? Okay, die Türen kommt man aber auch immer noch nicht rein, ne? Ne? Das Bild ist weg. Na gut, hier ist nichts weiter. Alles klar. Vor allem diese Bilder sind... Ich meine, man sieht sie nicht wirklich, ne? Aber schon sehr merkwürdig. Wir haben irgendeine Familie. Mann, Frau, Kind? Da... Auch ein Kind oder sowas? Vielleicht ist es ja Lilly, ich weiß es nicht. Schlecht zu erkennen. Das war wohl die Stadt noch im Heulenzustand. Okay. Okay, hier... Das sind alles Bilder hier von Union, bevor das ganze Theater losging. Yep. Aber ein paar fehlen auch. Gut. Hier noch was hinter? Nö, ne? Nehmen. Mysteriöser Becher. Du hast das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Kannst aber nicht genau sagen, wann oder wo. Auf jeden Fall sieht es ziemlich cool aus, also beschließt du es, in deinem Zimmer aufzubewahren. Es ist ein Easter Egg auf irgendwas, da bin ich mir sicher, aber ehrlich gesagt komme ich jetzt gerade auf den Tod nicht drauf vor was. Das ist eine Anspielung auf irgendwas. Ich komme am besten will nicht drauf. Im ersten Blick würde ich sagen, sieht aus wie so eine Star Trek-Tasse oder so, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So, aber sonst haben wir auch alles, oder? Und hier ist noch eine Schublade. Ist doch was drin? Tatsächlich. Wurfhinteile, siehst du, Moor. Sehr schön. Den besuchen wir noch einmal die gute Toddy, bevor es hier weitergeht. Hast du noch was Sind zu bereden? Sie bereit, Sebastian? Nein. Nein, noch nicht. Ich wollte wissen, ob du was anderes zu bereden hast. Noch nicht. Okay. Aber warten Sie nicht zu lang. Und sagen, noch bin ich nicht so weit. Ich wollte hier noch einmal hin. Ich wollte nur gucken, ob... Zauber Sebastian. Hängt der hier um Pfostenfies? Ob sie was Neues zu sagen hat? Außerdem haben wir ja auch noch ein Deer. Was wir eben gekriegt haben bei Sykes. Ich hoffe nur, der hat's geschafft. Ich hoffe es. Gucken wir uns das Deer nochmal an. Und den geht's wohl Richtung Theodore. So. Und die haben wir alle? Aua. Okay. Bist du da, Kidman? Für dich? Immer doch. Der Stem. Jetzt hat er schon zweimal versagt. Eine Maschine, die einen in die Köpfe anderer Menschen bringt? Wer hat entschieden, sowas zu bauen? Ich will nicht wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ruvik hatte seine eigenen wirren Gründe. Aber Mobius sah Potenzial in der Technologie. Das Potenzial, alle zu versklaven, meinst du? Besser Mobius als irgendein Irrer. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl mir nicht, du glaubst diesen vereinte Menschheit-Quatsch. Wer weiß, was Ruvik getan hätte, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. Ob Ruvik oder Mobius. Keiner sollte diese Technologie besitzen. Sie ist zu mächtig. Und Macht wird zu oft missbraucht. Ja, da ist was Wahres dran. Damit kann man schon die Menschheit versklaven, wenn es in die falschen Hände ging. Und vor allen Dingen sehr gefährlich. Die Frage ist bloß, Möbius lässt sich ja nicht so ohne weiteres aufhalten. Diesmal also. Hast du nichts für mich, ha? Was? Warum nicht? Was möchtest du? Soll ich dir folgen? Irgendwas möchte sie mir zeigen, ja. Hä? Okay. Also, da ist doch Teddy. Was? Ich soll mich auf den Stuhl setzen? Ja, aber das... Ja. Okay. Glückwunsch, Sebastian. Sie haben Ihre lange Reise durch Ihr Inneres beinahe abgeschlossen. Sie haben Ihre eigenen Dämonen besiegt und große Risiken auf sich genommen. Aber es gibt noch eine Erinnerung, die Sie bisher vermieden haben. Und die wäre? Das letzte Tier. Okay. Hier. Das wird Ihnen helfen. Jo, okay, dann haben wir jetzt alle Dias. Sehr schön, 11 von 11. Den gucken wir uns das auch glatt nochmal an. Alles klar. Vielleicht hat Kätzchen ja diesmal was von uns. Hoffen wir mal.
Gut, ich weiß nicht, wie groß das Spiel hier ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, weil jetzt gerade alles Schlag auf Schlag kommt, dass wir so ziemlich am Ende sind. Aber ich hoffe, das Spiel macht Spaß. Da kommt noch ein bisschen was. Aber lassen wir uns überraschen. Joseph. Mein Partner. Mein Freund. Sebastian? Du meldest dich aber schnell. Was ist? Wir kennen uns schon lange. Aber über eines haben wir noch nie geredet. Klingt geheimnisvoll. Was meinst du? Nicht was. Wen? Joseph. Stimmt. Ich weiß, dass du Joseph sehr respektiert hast. Und er dich. Ich hatte nie die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Nach Beacon war alles so verwirrend. Ich hätte nach Antworten suchen müssen. Ich meine, ich weiß, was passiert ist. Ich kann dir nicht vorwerfen, was du getan hast. Aber ich gebe mir noch immer die Schuld an seinem Tod. Das brauchst du nicht, Sebastian. Warum nicht? Soll ich lieber dir die Schuld geben? Eigentlich hast du ihn ja erschossen. Nein, hab ich nicht. Ich hab's gesehen, Kidman. Ich weiß, aber... Aber was? Joseph ist nicht tot. Was? Bist du... Nein, das kann nicht... Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Ist eine lange Geschichte, die ich dir ein andermal erzähle, wenn wir beide in Sicherheit sind. Aber jetzt musst du dir wenigstens nicht länger die Schuld an seinem Tod geben. Ich muss weg, Sebastian. Wir bringen das hier zu Ende und reden später. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Okay, für diejenigen, die den ersten Teil nicht kennen. Joseph war sein Partner, der war mit im Stand bei diesem irren Ruvik. Und ist da von Kidman erschossen worden. Jetzt dachte sie, hat es nicht getan. Man hat selber gesehen, dass er erschossen wurde. Okay, ich bin gespannt, die Geschichte zu erfahren. Ich will wissen, warum er lebt. Weil das ist schön, dass er lebt. Joseph war ein guter Mann. Gut, auf jeden Fall haben wir alle die jetzt. Sehr schön. Den gehen wir uns noch einmal zu guten Toddy. Und danach geht's den Bruder zu Theodor. Ich hoffe zumindest, dass wir da ohne Probleme durchkommen. Ich und diesen Kältebolzen da haben wir, glaube ich, nicht umsonst gekriegt. Da wird wohl noch so ein bisschen was auftauchen. Nicht mehr treffen, Detective. Ach, komm, Schlüssel haben wir eh nicht. Nee, aber... Stell dich so an, Teddy. Du hast bis jetzt immer gute Dienste geleistet. Ne, gucken wir hier nochmal rein. Hier hatten wir ja was, was sich nicht lohnt, ne? Weil wir Kinder kosten 7500. Ne, das war das nicht. Oder? Regeneration der Ausdaueranzeige. Genau das wollte ich. Dafür hatte ich nicht mehr genug. So. Und hier wird die Wahrscheinlichkeit, einen Angriff automatisch auszuweichen. Auf 30%. Ja gut, dafür habe ich eh nicht genug gelebt. Gut. Also wieder raus hier. Wenigstens ein bisschen. Wunderbar, wunderbar. Gut, dann sind wir vor heute erstmal am Ende. Und dann machen wir morgen weiter. Zusammen mit Hoffmann rein in diese Flammhölle. Wir müssen sie wieder aufhalten, bevor er hier noch mehr Leute beeinflusst, obwohl viele sind ja nicht mehr am Leben. Aber wer weiß, auf was für kranke Ideen der noch kommt. Also, stoppen wir ihn morgen gemeinsam. Tschüssi.